Aufnahme ist auch gestartet. Dann kann es jetzt mal losgehen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wenn die Monster zu stark sind, kommst du zurück. Klar, Juna? Es wird schon nicht so zu spät sein, wenn du zuerst Erfahrung sammelst. Okay, ich kann mir Lulu nicht als Mutter vorstellen. Stimmt, wir waren besät am Anfang. Na, genug von zu Hause. So, wie kommt man hier wieder weg eigentlich? I know everything. Shinra, weiß alles. So. Gut, die Supersphäre sind auf der Insel Besaid und in Sanakent. In Sanakent herrscht gerade Monsteralarm. Ohne Erfahrung werdet ihr dort Probleme kriegen. Ah, stimmt, da kann ich jetzt. Ja, gut, dann gehen wir mal hier zu Besaid nochmal. Sphäre jagt auf Besaid. Exotidin, schönen Nachmittag. So, stimmt, weil da waren. Da waren wir ja zuvor mal. Ah, sogar ein Hinterhalt. Ja, guten Abend. So, denken wir ihn mal ab. So, die anderen greifen an. So. Blindtanz. Also, ich hoffe, dir geht's gerade gut. Nicht wundern, ich sitze heute ein bisschen tiefer. Hab einen anderen Stuhl. Ich hoffe gerade, dass es mir dadurch ein bisschen besser geht, mein Rücken. Mach dich blöd mit meinen Heps. Ergo-Stuhl. Also ich habe eigentlich so einen typischen Gamer-Stuhl. Und ich hatte nie Probleme damit bis jetzt. Seit letzter Woche habe ich öfters mal einfach, wenn ich mich hinsetze und was machen will, sei es jetzt auch mal Bewerbung schreiben. So, jetzt zieht das Kabel mal dahinter. Habe ich Probleme. Ich kann mich nicht länger als 2 Stunden auf diesen Stuhl setzen. Und natürlich, wenn ich zum Beispiel Sachen wie Bewerbung schreibe, dann bin ich ständig auf diesem Stuhl. Auf von Stream. So. Oh cool, Juna ist jetzt auch Level 5. Nice. Yay! So. Komm, mach sie fertig. Warte mal, haben wir irgendwie Statusveränderung oder was ist das Monster gerade? Autsch! Haben wir bald auch hier Rico, die auch wieder hochgeht. Oder was meinst du sonst mit Ergo-Stuhl? So. Soll ich dorthin vielleicht doch nicht? Okay. Willkommen daheim, Lady Juna. Bin ich froh, euch wohl aufzusehen. Ihr seid doch jetzt Sphäre-Hunter. Klingt toll. Anfangs habe ich dich nicht erkannt, Juna. Okay, gut. Glaubt, da konnten wir wirklich gar nichts machen. Da war ich ja schon letztes Mal sehr verwundert, dass wir wie wenig wir machen können. Also echt dieses böse Gaming-Stuhlzeug. Ja, keine Ahnung, was jetzt halt kommt. Anders ist, warum ich auf einmal Probleme habe. Vielleicht ist das. Ist der Stuhl auch irgendwas kaputt, dass da irgendwas dagegen drückt? Ich kann es gerade echt nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, ich kann nicht lange da bleiben. So. Machen wir Blindtanz. Du greifst nun mal an. Rico, Kugelhagel, bitte mal. Ach ja.
Oh, verdammt, habe ich das falsch mich noch wieder gedrückt. Oh, ja. Hey. So, weil dann erkunde ich nochmal die Insel. Wieso komme ich hier nicht weiter? Es ist... Will der Rintermann. Unfair. Ich weiß noch, da konnte man, glaube ich, ein Passwort damals eingeben für irgendwas. Da haben wir, glaube ich, eine gute Waffe für irgendjemanden bekommen. I don't know. Ansonsten, ich denke mal, kann man hier ganz gut ehrlich gesagt leveln. Wir uns um euch. So, Kugellade. Okay, das hat jetzt mal ey, wenig geholfen. So. Ansonsten, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag gehabt, ehrlich gesagt. Hey, noch 5 EP, dann wieder Level up. Bei mir war es, naja, mal Wochenende so. Lala. Obwohl Lala ist blöd, ist, weil es davor Wochenende war eigentlich ganz cool. So, hüpft dir meinen Hund. Hund vor. Ah, komm, ich vergesse dauernd. Bitte drücken muss so. Hund ist weg. So, ich kann auch schießen. Ah! Das macht doch was. Komm. Haben wir den wieder hier? Ach nee, das. Dagegen ist er immun. Ja, da stehe ich etwas blöder gerade. Aber gut. War Essen, Magen hat sich noch nicht ganz erholt. Hat so Magenverstimmung in der Richtung gehabt? Das ist nicht gut dann. Rinder vielleicht was? Oh, kann man hier aufnehmen? Nein. Wir sind nämlich immer am Anfang von Final Fantasy X, wo man damals mit Tidus hier entlang geschwommen ist. Wieso kann ich hier nicht runter? Das ist unfair. Ich darf Dinge nicht machen. Gehe ich eben da runter. Das Blöde ist halt, ich weiß wirklich nicht, wo ich gerade hin soll. Ich fühle mich irgendwie so an. Das Spiel erwartet, dass ich jetzt irgendwas Bestimmtes tue. Ich habe nur keine Ahnung von was. Und ich hampel hier halt so rum nach dem Motto. Ah, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Darin, da komme ich gar nicht. Na, was mich ja nervt, ich komme ja nicht hier nicht mehr aus dem Wasser rein. Raus ist wäre jetzt ein blöder Begriff. Oh, yeah. So, ich weiß, von da oben komme ich. Könnte da unten vielleicht was sein? Nein. Ich komme da nicht rein. Können wir nicht ein Motorboot mieten oder so, Leute? Nein, können wir nicht. Hat sich jetzt auch geklärt. So, dann schauen wir mal hier nach. Sonst gehe ich jetzt dann gleich nach seiner Kern, weil. Ja,
Mir tut sich ja gar nichts. So. Dann trinke ich noch mal kurz was. Schalter. Ja, können wir diesen Schalter drücken? Wäre nämlich auch mal was Intelligentes. Ach komm. Ich denke da auch die ganze Zeit hier zum Beispiel, dass wir irgendwo vielleicht runterspringen können. Weil das so ein Kreis ist. Aber nein, kann man nicht. Wow, wie viele Kojoten gibt's hier, verdammte. So, wenigstens sind sie jetzt alle blind. So. Und sie sind leicht zu erlegen. Da nützt dir dein Angriffsplus gar nichts. Ah, noch ein EP und da wäre auch hier Pain Level 6. Okay, gut. War schön. Das hört sich doch fast schon positiv an. Okay, und das blöde Teil wieder. Schwarzmagie, Blitz. Oh no. So. Stummtanz. Ha! That's it? Ja, wenn das so einfach wäre, wenn das so einfach wäre. Auf jeden Fall, Pain ist gestiegen. Pain in the ass. Weil da hoch können wir auch nicht, da ist auch nichts. Auch wenn das etwas sehr groß präsentiert ist. Diesen einen Schalter können wir nichts machen. Wie ich da früher gesagt habe. Nö. Oh Gott. Also das Spiel stellt mich hier schon wieder so vor grausamen Entscheidungen in Form von, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Es ist nur irgendwas, was hier eine 3 sagt, dass mir nichts gibt. Und ich habe keine fucking Ahnung. Also wenn sich bald nichts ändert, werde ich glaube ich das Spiel wechseln, weil ich habe ja dann keinen Bock. So. Oh, der Mund funktioniert gar nicht. Blindtanz funktioniert gar nicht. Ich dachte, wenigstens einmal könnte es funktionieren, aber nein, es funktioniert gar nicht. So. So. Gut, weil ich gehe jetzt mal zu Lulu nochmal. Vielleicht gibt die mir mal einen rettenden Hinweis. Willst du nicht hier übernachten? Ja gut, übernachten wir mal. Das wäre jetzt nämlich gut. Vielleicht passiert was am nächsten Tag. Sonst drehe ich noch durch. Anfangs habe ich dich nicht erkannt. Ah, oh, okay, das ist der gleiche Text. Ja. Oh, da ist Lulu. Good morning. Oh, where's Waka? He left at daybreak. He said something about a cave. A cave? I wonder what he's up to.
Want us to go find out? Yeah, there might be fiends. Thanks. Though I doubt he'd have trouble handling a few fiends. Still, I'm a little worried. It's not like Waka to hide things. That's funny. I don't remember there being any cave. I don't know much about it either. Would you mind asking around? Wir mal Waka. Ja, jetzt haben wir offiziell eine Mission gestartet sogar. Ist Waka in diese geheimnisvolle Höhle? Sammle Infos und finde die Höhle, in der sich wahrscheinlich auch ein Schatz befindet. Ziel, finde Waka und den Schatz. Wohlgemerkt in umgekehrter Reihenfolge, der Schatz ist wichtiger als Waka. Da stimmt ja was. Das kann ich zumindest auch gleich machen mal. Individuelle Belohnung. Ah, ein Waka aktivieren. Ach, Waka. Das passt gerade so schön, da kann ich das machen. Dann schauen wir mal weiter. Sollten wir die Leute mal fragen, oder? Du sagst den gleichen Text schon wieder. Achso, vor langer Zeit erzählte mir ein Freund von den 4 Ziffern, die die Tür öffnen sollen. Die sollen über die ganze Insel verstreut sein. Ja toll, wir haben jetzt eine Ziffer eigentlich erhalten, eine 3. Eine Höhle? Keine Ahnung. Aber Ruinen gibt es jede Menge. Komisch. Waka hat auch nach einer Höhle gefragt. Vielleicht findest du ihn bei den Ruinen. Findest du bei den Ruinen irgendeinen Hinweis? Mein Bruder meinte, die Ruinen am Strand wären Nummer 2 und 3. Mein Bruder ist sich nicht sicher. Er hat das aufgeschnappt, als er noch klein war. Eine Höhle? Auf dieser Insel? Ich weiß nur von Gerüchten. Die Kreuzung vor dem Strand dort an der Ruine soll eine Vorrichtung sein. Vielleicht muss man die irgendwie so in einer gewissen Reihenfolge aktivieren. Als ich klein war, sagte mal jemand, dass ich die Tür durch 4 Ziffern öffnen lässt. Ja, und weiter? Irgendwie denke ich immer, ein Tipp, der irgendwo ins Nichts führt. Unter den Ruinen, die es auf dieser Insel gibt, sind welche, die man mit B besteigen kann. Wow, besteigen. Raritäten? Den Schlüssel auf der Bessé-Gravur habe ich an einen Reisenden verkauft. Er meinte, dass er in Richtung nördliche Höhle reisen wolle. Okay. Kann ich Potions kaufen? Im Besitz 30? Wow, habe ich noch was. Na gut, ich mach mich mal auf den Weg, weil ich erwarte jetzt nichts. Entweder, dass nur ein gewisser NPC irgendwo steht, der mir alle Tipps gibt oder die rettenden Hinweis gibt oder keine Ahnung. Man merkt schon, ich bin etwas gelangweilt gerade. Ich will Action! Give me Action! Wie zum Beispiel das da, dass er immer noch sagt eine 3, oder? Hi! Kann immer noch nicht in diese Richtung gehen. Spiel, du bist beschissen manchmal. Kann ich jetzt da was machen? Nein. Any trouble? We're fine. How about you guys? My heart is aching. Huh? Weil er gerade hier einen auf Aua machen, damit Juna vorbeikommt und ihn tröstet? Ne? So, aber die haben auch irgendwas gesagt am Strand. Also gehe ich davon aus, dass da auch bei Ruinen gibt, die ich das mal anschauen sollte. Let's get moving. So.
I'm gonna miss you. Oh, Ability Power Schuss Alert. Hey! So. We've got bigger fish to fry. Okay, und damit sind wir alle Level 6. Yay! Vielleicht den Aufzug oder so bedienen. Sicherheitscode eingeben. Ah ja, dann. Das. Zifferter Code. Hier, 3. Okay, 3, 2, 1, 4? Keine Reaktion. Ja, okay, dachte ich mir schon. Hey, Kid! Das ist gemein! Ich find's auch gemein. Yuna here. Huh. That was weird. It's nothing. My heart will go on. Ey, ich werde noch das Brüderchen, da es so irgendwann anfängt. Das erwarte ich wirklich. So, selbst jetzt darf ich immer noch nicht schwimmen. Ich dachte irgendwann, yay, darf ich irgendwo hin? Darf ich irgendwas anderes machen? Spiel so, nein. Oh toll. Ich fühle mich gerade so wie so jemand. Ja, ich bin jetzt ein kleines Stückchen weitergekommen. Aber ich darf jetzt immer noch nicht allzu weit gehen. Steht mir meine Enttäuschung ins Gesicht geschrieben? Wenn ja, gut. Denn das soll so sein. Kann ich hier hoch vielleicht? Nein, da darf ich auch nicht. Aber da ist doch was oben. Stimmt, es hieß ja, mit B kann man einige Sachen besteigen. Und ich weiß zumindest. Ah, 8. So. Und ich weiß zumindest bei einigen Sachen. Haha, am Strand soll es 2 Ziffern geben. Ganz klar, Theron. Dass ich da was holen kann. Jetzt ist allen nur noch die Frage, wo finde ich die letzte Ziffer? Ist ja nicht so, als hätte es mir irgendeiner gesagt. Ich kann hoch, du nicht. Hier bin ich. So 7. Okay. Kann ich hier runter oder so? Oh, ich kann hier rüber. Das ist cool. Oh, so komme ich weiter. Das ist jetzt wieder cool. Habe ich Eye Potion erhalten? Sehr gut. Und 1000 Geld. So, da ist mein Entdeckerdrang doch ein bisschen wieder gefordert. Ich weiß hier echt nicht genau, wo kann ich jetzt hier hin, wo kann ich nicht hin. Aber wenigstens kann ich mich mit umschauen, ehrlich gesagt. Okay, weil ich will dann zumindest jetzt einmal hier vorgehen. Oh, und zum anderen hingehen und einmal schauen, was da ist. Yay. Oh Gott. Ich sollte einfach besser aufpassen. Ja, das ist die Realität, so wie es aussieht. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes finden oder so? Das stimmt, da waren wir ja bei der 8. Okay, da kann man anscheinend nichts finden. Gut, dann bin ich mit diesem Gebiet zumindest mal fertig. Dann kann ich wahrscheinlich da bei der Brücke runterspringen oder so. Weil da habe ich mich ja auch die ganze Zeit gewundert. Oh, das wäre schön. So. Dass ich mal auch mal schauen kann, aus Spaß.
Ah, nein, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich wollte mal schauen, wie es bei der Abstimmung vorangeht. So. Kann ich runterspringen? Nein, kann ich nicht, schade. Das ist wahrscheinlich dann für später, denke ich mal. Das wird dann bestimmt später lustig. Um es mal zu konkretisieren. Ich habe eine Abstimmung auf Discord laufen noch bis Mittwoch, den 23.3. Da wird auch hier... Hier kann ich doch dann theoretisch runter, oder? Nein, nein. Welches PS3 spiele ich mal in so Art Retro... Na, okay. Kann man schon Retro? Oh, schade, geht nicht. Ah, Retro... Freitag spielen will. Nature's wrath, strike my foe. So, komm, Flammschwert. Wow! Macht Schaden ohne Ende. Ah, das hilft mal richtig. Ich bin mal einfach gespannt, wer da gewinnt. Lustigerweise auf dem abgeschlagenen letzten Platz ist Ratchet & Clank Tools of Destruction. Ah, hier komme ich runter. Da haben wir noch eine Kiste, die ich sammeln kann. Supi. Zwei Chocobodorn. Nice. Okay. So, Blindtanz für jeden. Oh, Donnerklinge erlernt. Das klingt gut. So. Und weg bist du, Hundi. Bleib mal bei Blindtanz. Und jetzt machen wir jetzt auch noch weg. So. Stattdessen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit God of War 2 und Infamous. Alte Spieler, auf die ich... Ach komm, nö, jetzt bin ich runtergefallen. Auf die ich ehrlich gesagt doch ein bisschen mehr Bock habe zu spielen. Infamous ist das Lustige. Ich habe alle Teile gespielt, bis auf den ersten Teil. Eisritter, I hate you. Okay. Tanz für den riesigen Eisritter, Tanz. Okay, ist jetzt auch nicht so die Wucht. So, komm. Und er ist, hat wieder hier Blend abbekommen. Na dann, geh mal, leg mal los. Du wirst doch jetzt mal hier langsam hier aufgeben. Flammenschwert. Ach, du Grünneune. Ja, das ist jetzt natürlich die beste Ansicht, die man haben kann. So, gibt's. Kann ich hier. Ach, irgendwo hier an der Seite runter oder so? Ich glaube, hier ging es dann. Weiß ich. Ach, dammit. Das war so offensichtlich, dass da an der Seite was offen war. Dachte ich, hey, vielleicht ist auf der anderen Seite hier auch ein offener Bereich, mit dem ich dann runterspringen kann. Oder muss ich dann davon an der Seite entlang?
Ja, toll, das hat mir jetzt von Timing ja gar nichts gebracht. So, ist jetzt nächste Frage eigentlich. Wieso kommen so viele Monster? I don't like this. Tut das weg, tut das weg. So blind haben wäre echt cool. Ich glaube, das war mehr als letzte Sekunde reagiert oder so. Okay, können wir hier rüber? Oder hier hoch? Nein. Anscheinend nicht, weil ich will die ganze Zeit gerne auf die andere Seite, weil ich da was erwarte. Nee, jetzt blöd, das ist echt blöd. Blaupudding, mach mal Blitz. Fertig, Donnerklinge auf Blaupudding. Okay, ich dachte gerade, da wäre noch jemand, ehrlich gesagt. Yay. Okay, gut. Ich gehe jetzt einfach, weil anscheinend komme ich hier so nicht weiter. Dazu noch kurz meine Potion. So schön außerhalb vom Kampf. Ist weg. Oh, Aquaklinge lernt einen Stahlschuss. Ja, so mag ich meine Gegner am liebsten. Dort! Entscheidet sich doch endlich zu sterben! With the flame sword. Okay, das wird mir langsam zu langweilig mit den ganzen Encounters. Aber schön, nächstes Level up. Ich meine, ich habe jetzt mindestens 3 Codes.
Bin ich jetzt auch schon wieder daran vorbeigelaufen? Können wir da hoch? Ah, wir können da hoch. So, 7. Ich hoffe mal, das Spiel lässt es zu. Warte mal, wo war denn das blöde Teil, wo ich das Zeug eingeben konnte? Ne, es war wieder woanders. Okay, dann haben wir jetzt theoretisch alle 4 Codes. Dann darf ich jetzt wieder durch die Gegend hüpfen? Wie eine Hüpfdohle? Also ich hoffe einfach, ich sag ganz allgemein, ich hoffe gerade einfach, dass nicht zu viele Monster angreifen, weil da bin ich jetzt, ich bin gerade im Moment von den vielen Hin- und Herrennerei, die ich auch selbst verursacht habe, ein bisschen genervt. Aber nur ein bisschen, das ist so ein little bit. Aber gut, es ist ein Spiel, das hat Random Encounter, I hate you for this, fuck you. So, du kriegst jetzt einen blinden Tatsache. Oh Gott, meine Nase, ey. Okay. Die Pistolenkombo ist ja mal gar nichts. Okay, jetzt hilft hier nur noch ein normaler Angriff mehr. Komm, tanze! Tanz um dein Leben. Es könnte wirklich nämlich um dein Leben handeln. Und dann ist deine Kameraden. Wow. Puh, 2 Leben hat Luna noch. 2. Das ist echt nicht viel. Ah, Schlaftanz habe ich, kann ich jetzt auch machen. Cool. Sollte aber jetzt auch mal glaube ich, die Kleider wieder auswechseln von den Damen. Einfach mal, damit die auch andere Abilities lernen. Next. Es wäre gut, wenn die halt, wenn ich die bei jeder Zeit ganz gut austauschen kann. Nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Oder ein kleiner Stern. Ach, keine Ahnung. Mit Vergleichen habe ich es nicht so. So, aber ich kann jetzt zumindest hierhin. Ich habe. Ja, 3, 8, 7. Probieren wir mal, weil mit 2×7. Schloss und Riegel. Wow, wir kommen weiter. Nice. Hey, Wacker. Wacker, 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 Wacker. Something wrong? We came to check on you. Is there something in this cave? Yeah, something like that. Who knows, maybe it's not here, yeah? But I thought, what if? Maybe it's for real. Then again, maybe it never was. Been so long, I'm not sure anymore. So, you're saying there's something that might be here and you want to know for sure, right? Right, but you see, I want to know, and then I sort of don't want to know. Oh, man. Make up your mind. What is this thing anyway? Well, see, I heard there was this old sphere. A sphere? Of what? A sphere of, you know. What does it matter? Hey, whoa! We're sphere hunters, remember? Look! It's as good as ours! All right, go wings! Time for business! The go wings, huh? Ha! Immerhin haben wir diesmal keine Konkurrenz.
Chancen Präventivschlag auch. Och komm, ich mag euch nicht. So, Sagin. Das sieht Luna echt cool aus mit dem Outfit. So. So. Ich will dich aber gern da. Achso, es geht nur in diese zwei Richtungen. Okay, ich habe mich da etwas verguckt, was das angeht. Anbelangt. So, jetzt habe ich zwar nicht alles so in den Kostümen, die ich haben wollte, aber es wird schon. Das wird schon. So, was ist hier? Sicherheitscode eingeben. Sorry. Keine Reaktion. Ja gut, dann muss ich jetzt schon wieder den Code suchen. Und Monster, und Monster. Und Monster. So. Gut, du solltest dann tanzen für mich, Rico. Also da bin ich jetzt ernst dafür. Wie gesagt, die Verwandlungsoptionen finde ich eigentlich relativ cool. Die gehen mir eigentlich echt nur zu lang. Wie frech, gar nicht mitbekommen, dass du live bist. Ja, sorry, Malka. Ich bin eigentlich wieder viel zu spät live gegangen, zum Zeitpunkt, wo ich selbst nicht wollte. Also, wo ich selbst viel zu spät einfach dran war. So, ja. Und ich habe meinen Stuhl ausgetauscht. Deswegen hat es auch länger gedauert. Weil im Moment halte ich meinen Stuhl, wo ich bin, für... Der ist dafür verantwortlich, dass sie Rückenschmerzen bekommen. So. Das ist doch ganz gut. Und naja, es ist zumindest etwas besser jetzt mit dem anderen Stuhl. Echt, du hast keine Benachrichtigung bekommen? Dann schauen wir bei Twitch nach. Die ändern manchmal selber ganz gut Benachrichtigungszeug. Das ist echt schlimm manchmal. So, Abwehr Plus. Nichts mit Abwehr Plus. Tod plus 1, nämlich dich. Ah, siehst du schon? Ability Power Schuss erlernt. Es hilft, wenn man auch mal die Kostüme nicht festlegt, sondern einfach mal andere dazu tut, damit die hier mal Abilities lernen können. So, ich habe jetzt gemerkt, dass ein was Blödes habe ich hier. Nämlich die Kamera sollte ich vielleicht ein bisschen nach oben verschieben und. Genau, den Chat auch. So, weil das wird aber besser sein. Oh Mann. So. Dann gehen wir mal weiter. Ja, aber ich hab's bei Twitch einfach mal ab und zu mal gehabt, dass die einfach ha, perfekt passt. Vielleicht nur ein paar Millimeter runter. Dass die einfach mal so meinten. Ach, du schaffst diesen Streamer eh nicht mehr an, so wirklich. Wir machen die Benachrichtigung mal aus für dich, wo ich mir denke, fick dich, Switch. Muss dem Parma schon beibringen. Den nicht, bitte. This is Brother. You alright, Yuna? Yes, sir. Ich sag doch, irgendwann wird er sich nur vor Yuna hinschmeißen. So, komm einfach mal angreifen gerade. So, Rico, du magst schön Tintchen hier. So. Läuft im Moment eigentlich ganz gut. Haben wir eine schöne Kombo erreicht. Und holen uns die Duppe.
dann gehen wir mal hier hoch. Ui. Da. Hinten können wir speichern? Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade Angst haben soll, ganz ehrlich gesagt, dass man hier speichern kann. Habe ich Speicherdateien? Kommt ein neuer Boss oder so? Ich find's cool, dass das Jule irgendwie das Wasserschwert, wo Titus immer getragen hat, im 10. Teil dabei hat. So als Standard-Item. Find ich nice. So, holen wir's uns? Leute? Leute? Find the sphere and the fiends appear. Hey, du bist echt wieder cool. Das ist schon cool. So. Er ist blind. Er kriegt Schaden. Also alles, was ich haben will. Kraftbrecher. Flammenhauch. Uff. Und er macht Schaden. Bleiben wir auf jeden Fall bei Blindtanz. Alles anders kann ich gerade nicht. So, Potion für Rico. Okay, haben wir zumindest noch Leben wieder da. Schießerei, Powershots, machen wir mal. Who's your Rico? Who is my Rico? Also so kann ich ihn eigentlich ganz gut unter Kontrolle halten, bis jetzt zumindest. Hoffen wir, dass es ein bisschen schneller geht, so. So schnell wieder machen, bevor er denkt, er kann einen Special Attack machen. Yes! Schwarzmagie. Ah, schön, dass man es auch außerhalb so machen kann. Nature's wrath, strike my foe. So. Oh no. Yep. Das ist ein bisschen blöd. So. Autsch. Rico, du kriegst wieder eine Potion. Ha, Stummtanz erlernt. Abgesagt. Hilft. Oh, hey, haben wir zum Schluss kennengelernt. Oh, Entschuldigung. Dass ich an mein Mikrofon gekommen bin, sorry. Oh, wir können... Ist ein Seruid, oder? Den können wir auf jeden Fall nehmen. Yay! One more for the goings! Ja, das andere Idiotenpack kommt nicht dazwischen diesmal. Oh, Kostüm-Seruid, Weißmagier halten. Heile, hoi! So, aber ja, haben wir jetzt eigentlich noch eine blöde Sache, nämlich wir kommen nicht durch die andere Tür. Da hinten wieder. Gut. Find anything? Yep, den Weißmagier. We sure did. Let's take a look. Wie wieder eine Livecam-Aufnahme auf aus grad.
Besser jetzt wäre wieder halten. Is it? Nah, afraid not. Okay. So, what sphere were you looking for? Well, it's a sphere of our parents. Chapu said he found it. Chapu? Oh, your brother! He was a crusader. Now he's gone on to the far plane. Sin got our parents not long after Chapu was born. We were both too young to remember their faces, you know? When we were kids, we got into a fight one time, and Chapu said, I found a sphere with mom and dad in it, but I'm not telling you where it is. And you never asked him? I was too boneheaded to let my little brother win. So I went on without asking until I just forgot about it. Then yesterday, talking with you made me think about it again. Chapu used to play in this cave, so I thought maybe he found the sphere here, yeah? But when I came to look, I got to thinking. About what? See, I got this picture of my parents in my head, yeah? Like strong and kind. Whenever things got tough, those are the parents I imagined. But their real faces might be totally different, yeah? I think about that, and I'm not so sure I really want to know. I was sitting there trying to figure out what to do, and then you guys showed up. Oh, that's our Waka. The sphere might still be somewhere on the island. Should we look for it? Nah, that's all right. I'm too worried about that stuff. What's past is past, yeah? Can't let it get to me. I'm going to be a father soon. Gotta pull it together. That's right, Dad. Huh. But, just how am I supposed to pull it together? Sure wish I had something to go by, you know? You read me? You guys about finished down there? Brother's starting to get on my nerves. Yeah, we'll be back soon. Yay! Okay, damit haben wir anscheinend die Mission abgeschlossen. Yay! Oh, Schutzformationen halten. Gut, da können wir jetzt vielleicht mal nach Senneken schauen, obwohl da auch starke Monster geben soll. Ja, schön, dass ich wieder hier bin. Ein Vorbild als Vater. Meine ist da wohl eher die Nenite. Ich will nur wissen, ob der Sverui da ist oder nicht. Ah, stimmt, da müssen wir bei Hello, Shinra mal vorbeischauen. Kreaturen. Personallexikon. Kann ich jetzt einfach den. Weißmagie? Ja, gut, haben wir Vita. Erste Schritte? Schutzformation. Ach so, tue ich mal jetzt hier Weißmagie da rein? Da rein. Lass jetzt einfach mal. Ich weiß im Moment nicht, was die Formation Alexa bringen soll hier. Das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann mal schauen. So. Wenn die Monster zu stark sind, kommst du zurück, klar, Yuna? Es wird schon nicht zu spät sein, wenn du zuerst Erfahrung sammelst. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Das stimmt, Riku sitzt ja da drin normalerweise. So.
dann speichere ich jetzt erstmal ehrlich gesagt ab. So, mal schauen. Spiel vervollständigt. 8%. Yay! Warte mal, wie konnte ich eigentlich wieder irgendwo dann hingehen? Obwohl, etwas weiß ich noch, schauen kann. Kostümpalette. Guter Rico und Pain benutzen bereits dies. Nein. Oh, da gibt's ja echt einige. So, kann ich da das Zeug bei euch neu anordnen? Also mit der Steuerung komme ich ehrlich gesagt mittlerweile einigermaßen klar. Es war halt mehr so der erste Schreck, der jetzt passiert ist. Es gibt zwar immer noch ein paar kleine Fragen, die ich habe. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es jetzt, würde ich mal sagen, mittlerweile. Das war halt nur der erste Schreck, quasi, der es mich davon abgehalten hat. Der nächste Supersphäre liegt in den Ruinen von Senakant. Ah, genau, den muss ich fragen. Jetzt übersät. Okay, da gehen wir mal dahin. Eine Sphäro-Anpeilung aus dem Inneren der Ruinen. An so einem Ort wird sich wohl ein wichtiger 1000 Jahre alter Sphäro finden. Ah. This is where we sat that night. The seven of us. I've never talked about it. I didn't want to share my memories. I wanted to keep that feeling, this place, within me forever. Now look at it. Okay, das sind aber echt viele Leute hier. Tourist attraction. Whose idea was that? Jagd nach dem Super-Sphäro. In den Ruinen von Senakant wurde ein Spheroid geortet. Fände ihn vor allen anderen Spherohund an. Finde den Super-Sphäro. Okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, es erinnert mich ja an anderen Final Fantasy-Spielen wie sehr geehrte Besucher. Also ich lese mal Text vor. Bitte genießen Sie erst einmal den einmaligen Ausblick. Und der Anhör dort. Also ich soll erst hier hochspielen. Hier ist es zu dunkel. Beleuchtung sollte her. Vor einer Sphärojagd muss das Jagdgebiet ausgekundschaftet werden. Egal wer auch kommen mag, denn die Spheroiden werden wir einheimsen. Wow. Yuna? Oh, dich kennen wir doch, du warst doch auch einer der Medias. You've changed so much, I hardly recognize you. Remember me? Ja, du. Wurde nicht auch damals von den, mitentführt? Also er war mit einem Medium, das auf jeden Fall. It's good to see you again, Isaru. I'm honored that you remember me. Why are you here? Ah, yes. I've been helping Sid with his work. Don't look at me! I guide people through Xanarkand, once the most sacred of places. People come from all over Spira, Sphere Hunters, too. Oh. Ugh! What the heck is Pop thinking? I can see this is upsetting you. But this is a place of great historical importance for all of Spira. Ja, das mag sein, aber keine Touristenattraktion. Still, I never wanted anyone else to stand there. Yuna? Nothing. Forget it. If you say so. Ah, I must be getting to work now. Please, take care, Yuna. Einst war die Hoffnung von ganz Spira und dann war er Touristenführer.
Wurde er zu. Guten Tag. Die Stadt, die vor 1000 Jahren unterging, die Endstation der Reise eines Mediums. Willkommen in den Ruinen von Senecant. Sind Sie die echte? Nein, ich bin gefaked. Die Gäste werden sich langweilen, wenn sie nichts anderes als diese Ruinen hier zu Gesicht bekommen. Ach Mensch, kann denn nicht endlich mal eine eins für Reden finden? Wir, die Trügerbande, wissen, wie man Spheroiden an sich nichts. Wow, sagt doch gleich, ihr seid Betrüger. Würdet mir etwas Arbeit sparen. Ich wollte schon immer einmal hierher kommen. Wie praktisch die Welt geworden ist, einfach so schnell mal mit einem Flugschiff hierher kommen zu können. Wenn man einen wertvollen Spheroiden verscherbelt, kann man richtig ins Außenbraus leben. Sphero-Hunter, Donnergruppe, seid ihr bereit? Jetzt also noch. Kommt man den Ungescholtenen davon, wenn man einfach so auf heiligem Boden herumläuft? Ja, das ist die goldene Frage hier. Uiuiui. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Taro, Hana, you ready? Das Kinder? What was the clue again? Come on, it's key. All right, let's head out. Yes, sir. Im Blumen sollten Monster hausen. Ich gehe da nicht rein. Oh, was mit dir? Was sagst du? Da drin tauchen Monster auf. Brennen sie sich gut vor. Und kaufen sie unser Zeug so. Mal hier trotzdem ein bisschen hier einkaufen. Ich weiß ja nicht, was hier da drin auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ja, super geil. Die Phönixfeder wäre vielleicht das Beste mit. Oh je. Which way? That way. Yes. Ich weiß jetzt schon, wen ich aus der Patsche helfen soll. Und was ist mit dir, kleines Tierchen? Er schaut fies aus. Ach, komm. Komm. Lass dich streicheln. Lass dich streicheln. Will ich streicheln. Mann. Okay, dann gehe ich mal weiter. So. Wäre jetzt irgendwie witzig, wenn da noch die Truhen von Final Fantasy X drin wären, die ich nicht geöffnet hätte oder so. Ach, come on! So blind hat. Ich hoffe mal, ich komme gut klar. Au! Ja, das macht doch den Schaden. So ist der eine weg. So. Dance for me, dance for me. Aber im Großen und Ganzen würde ich gerade sagen, dafür, dass jetzt hier Senecant so gefährlich sein soll, komme ich gerade echt gut klar damit. Ich habe echt gedacht, das wird echt ein Ticken schwerer, da durchzukommen. Yay, level up! Gut, sind alle schon mal blind. Das ist super. Ja, so viel zum Thema Blend. So. Na, schade, ich habe echt ein bisschen mehr Schaden erwartet für den Blitz.
treffen echt gut. Okay, da hat jetzt auch gerade blind aufgehört. Bin ja auch kein Wunder, dass die gut umtreffen. So, nächstes Level up. Nice. Dann schaue ich mir hier kurz runter. Weiß gar nicht, ob da hinten was war, aber ich will es mal. So schaut. Verdammt. Oh, Stahlschuss erlernt. Ups. Gehen wir mal auf die Hilfe. Okay, ich sollte jetzt wirklich mal, Rico, du solltest wirklich mal geheilt werden. Ja, komm, geht mal auf die Hilfen, dann ist der weg. Oh Gott, ich habe echt keine Ahnung, was den Schwäche ist. Ah, Kugeln vielleicht? Oh, schade, da komme ich echt nicht so weit weg. Ah, wäre echt lustig gewesen, wenn ich da irgendwo noch springen kann. Ja gut, ich mache jetzt hier mal kurz wieder durch. Blind, bla bla bla. Der Kugelhagel ist hier echt ein ganz guter Skill eigentlich. Oh, ich habe nicht auf Rico geachtet. Schande über mein Haupt. Ich finde das Monster-Design irgendwie sehr interessant. So. Komm. Und weg, Besto. Yes. So, ich hoffe mal, Rico bekommt jetzt keinen EP. Bla bla bla, ist mir klar. Gut, zum Glück habe ich eine Phönixfeder. So, dass ich nicht drauf aufgepasst habe, das ist jetzt Schande über mein Haupt, das ist blöd gelaufen. So. Lady Yuna! Oh, habt's auch mal endlich bemerkt. Clap, clap! Do you remember me? Nein. Bei ihm muss ich jetzt passen. War ein kleiner Junge aus der zweiten Insel. Killika, glaube ich, hieß sie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. It's me, Posse. Well, anyways. This is Hana. And this is Taro. And the Taro. Nice to meet you, Lady Yuna. What are you doing here? There are fiends around. Fiends? Ha! That's right! We're Sphere Hunters! The Kindergartens! The Kindergartens! Okay, sie ist niedlich anzuschauen, aber das war's jetzt wirklich auch schon. So, Key must be a clue to finding the treasure. Uh-huh, that's right! Shh! We paid 15 whole gil for that! Come on, let's go! Kindergartens, move out! See you, Lady Yuna. 15 gil for a clue? Ja, ja, die wurden bestimmt übers Ohr kauen. Frost? So, komm,
Yuna, mach endlich deinen Zauber! Oh Gott, der hat nichts gebracht. Ich bin einem untröstlich. So, machen wir die Kleinen hier erstmal weg. Nein. Das war nicht die beste Idee. Gut. Wer ist jetzt zuerst fertig? Yuna, bitte einmal kurz die Items verwenden. Auf Rico. Yuna. So, Stummtanz einmal bitte. So, jetzt kannst du wenigstens immer zaubern. Du. Blödes Ding. So, blödes Ding, das hier rumhüpft. Jetzt können wir uns um dich hier kümmern. Kugelhagel. Hat ja eigentlich schon mal nicht funktioniert. Hey, er hat zumindest ein paar Schaden bekommen. So, Schwerttech, Kraftbrecher. Mal schauen, ob das jetzt so besser wird. Stahlschuss. Oh, Flammschwert erlernt. So, ich komm. Hier komme ich nirgendwo hoch, oder? Nein, leider nicht. Schade. So, nochmal Blindtanz wieder. Ein Kugelhagel später und der ist hinüber. So. Pain wäre ganz gut, wenn die achtmal geheilt wird. Sonst sieht es gerade echt ein bisschen blöd aus. So. Kugelhagel auf die Gehilfen. Ist aber daneben. Ah, sieht doch ganz gut aus. Also ich kann mich zumindest mit dem Song hier ein bisschen anfreunden. So, und wie geht's euch? Come in, come in. Do you read me? Oh. Hey, I wanted to double check that clue. It's Mon, right? Nah, it's just that I heard some kids saying it was key. Yeah, I figured it was Mon. Over and out. The clues are key and Mon? Hi. Yeah, the gull wings? Keymon? We won't let you off so easily this time. Okay, natürlich wollen die Ärger. Also kein Ärger! Seit wann haben die so viele Gehilfen? Mach mal auf den Gehilfen. So, und. So. Damit ist er weg. Ja, so viel zu dem Thema. So. Items, High Potion auf Riku. Okay, eigentlich nur eine normale Potion, keine High Potion. So. Dann mach die mal alle wieder blind mit deinen bezauberten Tänzen. I don't give a shit. So, nächster weg. So, und hopp. Ist doch jetzt auch hier weg, oder? Komm, ein Schuss noch und weg, Beste! So, gut, dann können wir mal weiter hier. Ist hier hinten vielleicht was wie eine Truhe oder so? Oder kann ich hier rüberspringen? Oh, auf der anderen Seite ist auf jeden Fall eine Truhe. Das ist schön. Oh, I have leicht ab. Okay.
Schießerei, Zauberschuss, erteilt Zauberschaden. Machen wir mal das auf dem Weißling. Schwertech, Flammschwert, auch mit Notfall auf dem Weißling. Und jetzt machen wir... Oh, Pain ist tot. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh Gott, nein. Das ist jetzt scheiße. Ich habe ein Problem. So, Items, Phönixfeder, machen wir das mal auf Pain. Oh no, oh no, I'm dead. Why? Habe ich zu lange gebraucht. Ah, ich glaube, ich werde mich mit diesem Kampfsystem nicht ganz so anfreunden wie bei Final Fantasy X. Das war eigentlich ganz cool. War ein bisschen mal ab und zu komisch. Aber ganz cool. Autosave. Mal schauen, wie weit ich bin. Ich habe mit 90% vom Spiel schon. Okay, ich muss jetzt echt einiges nachholen. Oh Gott, no! Also bis zu diesem Behemoth war es ja eigentlich alles ganz cool. Oh no! Spiel, wieso? Warum tust du das? Ich hasse dich, Spiel. Auf den Senkel. Und tot. Naja, fast. So, jetzt bist du... Oh, toll, jetzt... Einmal nicht aufgepasst, jetzt lebt noch Yuna. Und tschüss, tot. I hate Behemoths. Ich hasse diese blöden Viecher. Die sind blöd. Drecksviecher, ey. Alles lief gut, bis dies das auftauchte. Which way? That way. Yes. You have unlocked a potential killing machine. Ach, ich merke gerade, wie viel ich jetzt auch über die Zeit halt freigeschaltet habe, das echt gar nicht ganz nützlich ist. Do you remember me? Ja. Your posse. Oh. You remembered me. This is Hana and this is Taro. Nice to meet you, Lady Yuna. What are you doing here? There are fiends around. Fiends? Ha! Uh-huh, that's right. We're sphere hunters. The Kindergartians! The Kindergartians! You here on some kind of treasure hunt? So Key must be a clue to finding the treasure. Uh-huh, that's right. Shh. We paid 15 whole gil for that. Come on, let's go. Kindergartians, move out. See you, Lady Yuna. 15 gil for a clue? So, kommt natürlich wieder. Ach ne, die Revolverparade kommt wieder. So. So, weg. Wie, der lebt noch? Ich finde das jetzt
Please. Jetzt ist er tot. Schön, fein. Es geht doch nicht down auf Riku. Ganz so gut dran, habe ich das Gefühl. Obwohl du eigentlich ganz gut Schaden magst mit 76 und so. Sie ist blöd, ne? Aber hey, level up! Woo! Dann gehen wir mal hinterher. Treffen unseren alten Kollegen wieder. Der Depp vom Dienst. Come in, come in. Oh, hey, I wanted to... Weil eigentlich kennen wir ja die Cutscene schon. The clues are. What? The Goings? Kimon? Monkey! We won't let you off, so. So. Gut, machen wir erstmal alle blind. Gut. 152, das ist mal ein schöner Schaden. So, in Anbetracht der Dinge würde ich mal sagen, komm, heilen wir dich mal, Riku. Armer weg, bleibt noch eine übrig, den können wir auch noch locker besiegen. So, Stahlschuss erlernt, siehst du, dann können wir wieder ein paar schöne Sachen von früher erlernen. Jetzt gib einfach auf, du hast eh keine Chance. Siehst du, überzeugt zu sterben. So, weil dann haben wir ein paar Sachen, die wir erlernen können, was wir früher erlernt haben. Ach, das wird dann besser. Und vor allem. Ah, ich weiß zumindest, auf der einen Seite ist nichts. Da ist aber die Truhe. Mega Phoenix! Das ist so schön. Und ich hoffe, es kommt kein Behemoth. Ansonsten kriege ich einen fucking Schreikraft. Oh, shit, shit, shit. So, okay, fangen wir gleich an. Pain. Schwertel. So, auf Weißling. Mach einen Stummtanz. So, Kugelhagel, Schießerei, Stahlschuss, auch auf Weißling. Der muss jetzt als erstes weg, habe ich beschlossen. Items tauschen. Pain. Yuna. Und Riku schon down. Sehr gut. Schwertech, Kraftbrecher. Oh, verdammte Scheiße. Königsfeder, Riku und du. Noch nicht ganz tot, aber. Einen Angriff könnte ich wahrscheinlich noch aushalten. Tauschen. Tauschen. No! Du blödes Drecksvieh! Mega Phoenix. Machen wir es so. Weil anders kann ich mir gerade nicht behelfen.
So, macht das Ding blind. Jetzt müssen wir es halt so regeln. Und Kraftbrecher. Sehr gut. You're mine. It only takes me to tango. So. Sehr gut. Oh. Ability Flammenschwert erlernt. Auf jeden Fall erstmal. So, Pauschen dabei, sehr gut. Wir haben alle relativ gut Leben. Auf jeden Fall. Der Flammentanz. Ist schön, ist gerade, ich habe den Kampf noch halbwegs unter Kontrolle. Halbwegs ist jetzt gut gesagt. So, Items auf jeden Fall heilen sofort. Es kann schnell passieren, dass das ins Auge geht. Ha! Yay! Viel zu viel Gegenstände eingesetzt, viel zu viel Phönixe eingesetzt, aber ich habe den Kampf geschafft. Blöder Behemoth, you're dead. Und jetzt kommt er bestimmt noch ein paar Mal. Was für ein überwältigender Ort. Das raubt einen dem Atem. Ach ja, und ihr? Sag mal, seid ihr jetzt zufällig Sphero-Hunter? Nein, nö. Nein, wir sind nur Touristen. Eure Lügen sind zu leicht durchschaubar. Ah, upsala. So, Blindtanz. Geh mal auf den Gehilfen. So, haben wir schon mal die Gruppe halbiert. Ach so, ja, wir sollten wieder hier die erblinden lassen. Wäre eine gute Idee. Dazwischen noch mal kurz Pain heilen. Yay! Dann kommen wir weiter! Immerhin! Ich bin happy, dass es kein Behemoth ist! Yay! Königsfeder halten. Danke, Spiel. Ehrlich. Ich quäle keine Kinder. Aber du quälst mich, oder? Aber euch mache ich nieder. Okay, gut, schön. Fein. That's nice. I hate you all. Siehst du? Hättet ihr es mal gelassen, ne? So. Gut, dann seid jetzt nur noch ihr dran. Nein, ich wollte den Stummtanz machen. Der wäre jetzt echt besser gewesen. Oh Gott, die sind eh bald tot. Yay! Gut, dann machen wir mal weiter. Aber ich hoffe, ich kann da drin jetzt speichern. Oh toll, die ist schon nicht. Ich hatte mir was Tolleres erhofft. In den Schatztruhen waren überall nur High Potions. In Geschäften gibt's sie billiger. Wow. Hätte ich auch gebraucht. Überraschungsschatztruhe für einmal 100 Gil ist bereits ausverkauft. Wow. Seid ihr etwa Lady Yuna? Nein, bestimmt nicht. Doch.
Ich spüre die tausendjährige Geschichte Jevons mit all meinen Sinnen. Oh, du meinst die tausendjährige Lüge? Oh, ja. Mir ist schwindelig. Sind hier zu viele Illumina? Finden wir schnell den Schatz und gehen weiter zum nächsten Ziel. Als nächstes steht Killiger. Ups, fast hätte ich es verraten. Ah, Killiger. Hier, die Sphäre-Omas. Nice, die halten sich gut, würde ich ehrlich sagen. Nette Sphäre-Omas. Halten gerade eine Besprechung. Ja, das dürft ihr halten. Ich habe nichts dagegen. So, jetzt geht's wieder. Kann ich hier irgendwo hoch? Nö. Okay, was mit euch? Wenn ich jemanden sehe, der ligatauglich aussieht, wird das sofort angesprochen. Warum sprecht ihr mich nicht an? Der da vorne ist wohl einer von Yevon. Ich fühle mich ignoriert. Lass euch. Ich weiß noch, wie ich jemand das Rätsel gemacht habe. Die Überraschungstruhe für 1x50 Gil ist bereits ausverkauft. Scheiß Touristenpack hier. The clue is monkey, right? Just a coincidence. Hm, da hat er auch sein Glück gefunden. Bitte begeben Sie sich mit dieser Plattform nach unten. Dort befindet sich die berühmte Kammer der Astra. Warte mal, haben wir die Astra nicht irgendwie getötet oder so? Scheint verliebt zu sein. Auf. Gott, aber dass der Ort halt so zweckentfremdet wird, ist doch ein bisschen schon... Wow. Man sagte, dass hier weiter im Inneren die Astra der Hohen Beschwörung ruhte. Stimmt, wir haben die Hohe Beschwörung gekillt. Aber ist das ja Lady Yuna? Ihr könnt ja euren Erinnerungen schwelgen. Ja, mit ganz vielen Touristen neben mir. Alles scheiße hier. Prozent. Oh no, ich wollte nicht hoch. Da ist mir nochmal extra runter. Scheiß Touris! Einer muss es ja sagen. Welcome. Ah, mit dir habe ich Hühnchen zu rupfen. Schmeiß die scheiß Touris raus! Come to buy a clue from Uncle Sid, have you? Fridina, we dragek! Huh? Turning this place into a gift shop? Hello? What, you got a bone to pick? So, what's eating you? Well, I can't really say, but it's just not right. Huh? It's like us turning the ruins of home into a theme park. Huh? I see your point. Okay. Pass auf, dass euch die Affen keine Gil klauen. Beliebte Affen stellen keine Gefahr dar. Oh Gott, zum Glück hat er sich... Oh no, es sind andere! Lazuli ist empört. Was ist... Die haben Namen? Opara sieht unzufrieden aus. Salamander scheint meckern zu wollen. Ja, dieser Affe scheint verwirrt zu sein. Löwenzahn ist unentschlossen. Heißen die Affen hier? Echt? Orchidea will einen Streich spielen. Haben wir jetzt... Die... Hier zusammenführen? Ah, ein Elixier habe ich erhalten. Gin schaut zerstreut. Das hat er gerade Gil geklaut?
Sansan mag keine Touristen. Ja, mag ich auch nicht. Scheiß Touris hier. Oh, Phönixfeder. Yay. Die Potions. Allheilmittel ist nett. Oh, auch ein Allheilmittel. Ether. Wem hat es auf Guild abgesehen? Scheiß auf, geh weg. Mephisto hat es auf etwas abgesehen. Dim schaut zerstreut aus. Muss ich die irgendwie so zusammenführen? Lenzing ist gereizt. Also ich hoffe, es wird echt nicht zum Affensimulator. Affenpaar-Simulator. 2 years ago, we cast off our beliefs here. Our false hope. Stimmt, da haben wir hier gekämpft. Kommen wir hier nochmal hoch? Nein. Lapis ist dabei, sich zu verlieben. Okay, wer kommt denn da jetzt vorbei? You have done well to make it this far, Sphere Hunters. But you will not have the treasure you seek so easily. So we fight. If you want the treasure, you must speak the password. Password? The clues? Oh, I know. The password is monkey. Yes, good. Okay, so now tell me, what is the meaning of life? What? Die stille Zeit zu bringen? Nein, Zweruiden zu jagen? Hm, vielleicht doch offen. Ein Hypello zu heiraten? Machen wir das, sind sie das, Isaiah. Nebenbei, Malkaf, danke fürs Bot entfernen. Oder Botsbutton. Ja, yeah. Botsbutton. Hört sich cool an. Isaru? Hey, that sort of does sound like Isaru. Ich bin aber die ganze Zeit nicht gesehen. Final answer? The jig is up! Show yourself, Isaru! Fine. What are you doing? My job. I bring excitement to those who've come to see this sacred place. I too once traveled with the hope of seeing this place someday. Working here somehow fulfills that wish. I see. I must apologize for the quiz. Here's something for your trouble. Oh, Wiederbelebung erhalten. Interessant. Okay, thanks for coming. And remember, the ruins of Zanarkand will be waiting. Ex-summoners come in all flavors. Apparently so. We done here? The sphere Oscillo Finder picked up a signal. There should still be a sphere nearby. Oh. Right. Okay, let's try this again. Ja, schauen wir uns noch hin um. Ich weiß, da unten gab es auch mal. Ah, da kann ich doch vorbei. Gut. Ein Hinterhalt. Oh no! Der macht mich fertig, oder? Ja, 100 Schaden. Es geht ja noch. So, machen wir. Ach, das ist ein Behemoth. Oh, dann habe ich den vorhin echt. Weil. Was falsch getan. Okay, vielleicht stumm. Schwertig, Kraftbrecher. So. Schießerei, Stahlschuss. Stummtanz. Auch im Boden. Ja, das ist jetzt blöd.
Aber den unterbrechen? Oh, that's bad. Auf jeden Fall wieder. So, gut, da Tanzen nicht mehr hilft, dann müssen wir andere Seiten aufziehen. Genau, dann machen wir Dieb draus. Stimmt. Ich glaube, die könnte man ja... für Optionsmenü... So, schauen wir erstmal. Oh, shit. Felix wird er geklaut. Nice. Oh, hoffentlich geht das. Okay, das ist jetzt etwas blöd. Ah, unterbrochen. Sehr gut. Konnten wir ihn wenigstens aufhalten. Knapp. Sehr knapp. Oh, come on. Oh, Mann. Schade. Keine Erfahrungspunkte für Rico. Echt blöd. Und jetzt müssen wir sie auf jeden Fall eh erstmal wiederbeleben. Warte mal. Gab's ja Weißmagier-Optionen. Haben wir nur Vita. Ich meine, das ist auch gut, dass wir hier Vita haben. Hilft uns aber jetzt nicht so gut weiter. Ich brauche Items. Da haben wir nicht mehr ganz so viel. So, hier noch. Hartnäckiger als ich dachte. Oh Gott, jetzt ist sogar Juno vergiftet. Okay, Ability Icebrand erlernt, das ist A gut. B werde ich jetzt mal schauen müssen, in welche Richtung das geht. Antidote halten wenigstens. Das ist echt blöd. Weil anscheinend sind sie hier nach dem Kampf immer noch mit Statusveränderungen versehen. No, 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 I don't like this. Schirm. So. Legitimer Punkt, den kann ich machen.
wollte ich mal schauen. Umkleidesequenz. What's? Gut. Den Namen um Untertitel. Ey, das ist jetzt mal eine gute Option, die ihr da macht. Oh! Aber der ist kaputt, oder? Ich glaube, da akzeptiert keine. Oh. No, come on! Oh, wenigstens. Nicht tot. Schatz, Gottes. Okay, klau mal was von ihnen. Der ist bestimmt freundlich. Diebstahl fehlgeschlagen. Wir brauchen mehr Gil. Der hat bestimmt was. 750 Gil geklaut. Der hat wirklich was. Nice. Was hat er jetzt gemacht? Okay, Diebstahl fehlgeschlagen. Ich denke mal, das heißt wirklich einfach nö. Nein, nicht! Da war ich jetzt zu spät dran. Super. Jetzt mal schauen, wie schnell das jetzt geht. Now this is my kind of weapon. Was? Who wants some? Weißt du, ich schau einmal kurz nicht hin, auf einmal mehr tot. Ich habe Probleme. Okay, ich bin wahrscheinlich jetzt im Kostüm gefangen, wo ich gerade bin. Okay, gut. Das ist bad. Kraftbrecher wäre noch gut. Ah, gut, mal daneben. So, komm. Macht er wenigstens immer so viel Schaden. Ich brauche zwar immer noch jetzt eine Ewigkeit, bis ich ihn besiegen kann. Na ja, trotzdem. Das ist ganz blöd. Halt Kälte Schaden. Mal schauen, ob das wem besser funktioniert. Währenddessen immer dran denken. Schön heilen, Leute. Fuck.
Stimmt, ich habe ja die Leiste, die anzeigt, wie schnell die Aktion geht. So. Oh komm, no, das klappt nicht. Oh, das war mal Luck. So. Ah. Und tot. Ah, nicht ganz. So. So, irgendwann musst du doch mal besiegt sein. Ich weiß, dass es extra lang dauert, weil ich super wenig Schaden mache. Oh Gott, ich sollte vielleicht mal Rico holen. Aber trotzdem. Okay, I have problems. Gott, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, kann ich das wirklich so durchhalten oder ist es einfach nur Zeitverschwendung? Im Moment steht alles auf Zeit statt Verschwendung. Toll, ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen hier. So, komm. Rasch einfach A, dass ich immer noch hier kämpfe und B, dass ich... Dass er, wie viel Leben der hat. Keine Spezialtechnik vor allem. Oh, dunkles Foto. Warum muss ich meine Klappe so weit aufreißen? I'm dead. Oh no. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Also wenn ich diesen Kampf schaffe, dann ist es ein Wunder der Natur, würde ich sagen, eher. Das dürfte nicht sein.
Okay, jetzt fängt er damit wieder an. Ah, Gott. Ich glaube irgendwie, ich bin erst in der zweiten Hälfte angekommen und das mit ganz viel Damage-Verlust. Er sagt jetzt, dass du aufhörst. Nein, er macht es. Weihwasser, Goldnadel, hier Stein. Oh, hat sich erledigt. Also, hab verloren, wie geplant. Yay. Ja, da dürfen wir den dämlichen Weg nochmal gehen. Hi there. Nix damit. Hi there. Hi there, Air. Ich will nichts von dem hören. So. Weißmagie, fangen wir gleich so an. Okay, sieht gut aus. Das ist so viel zum Thema, ich habe eine Chance auf einen Präventivschlag. Haben wir schneller als sonst was hier an. Okay, ich sollte vielleicht Rico Erbal heilen. Und Rico ist tot. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das scheiße finde, dass ich keinen Wiedererweckungsskill habe und mich auf Phönixfeder berufen muss. So, Items. Oh. Also, ich finde das gerade echt scheiße. So, Moment, jetzt würde ich am liebsten alte 4 drücken, ganz ehrlich. Das ist so riesen fucking hin und her. Ich habe wieder Phönixfeder verschwendet. Ich hätte die am liebsten für was anderes gebraucht. Die sterben mir die Leute hier weg. Fuck. Kommt, killt mich, please. Dann bring mir den ganzen Scheiß einfach hinter uns. Oh, und dreimal dürft ihr raten, selbst jetzt merke ich, wieso hat das so lange gedauert? Genau. Ich kann auch anders, ich kann auch meckern. Gut, ich probier mal etwas anderes. So. Haltemodus, ATP-Geschwindigkeit. Ja, schau mal. Ich habe eigentlich kurz ausgewählt. Wieso ist. Ja. Ah, Gott. So. Schau mal einfach mal. Das rundenbasierte Kampfsystem hat mir mehr Spaß gemacht. So, jetzt sind die Teile wieder. Oh, schön. So, bye guys, I don't like you. So, weil das würde mir wahrscheinlich jetzt wirklich echt wenig mehr Spaß machen, wenn ich da einfach mal so Hinterhalt wieder. Gut, Punkt für Punkte, den ich hätte vielleicht beachten können. So, dass ich nicht rechtzeitig heile. Schön. Rico hat sich geheilt. Dann kann ich den jetzt. Das verpassen. So, Blindhans. Da muss ich die Dinge mir halt besser aufpassen.
Da ist einen noch weg. Den letzten krieg ich mal auch noch kaputt. Ein Giftreißer, sehr schön. Dafür bist du jetzt tot, oder? Nice. So, können wir aber trotzdem mal schauen. Weißmagie. Heilen auf jeden Fall, heilen. Die mag ich ja auch nicht, ehrlich gesagt. Türmen. Bye bye. Have a nice day. Or not. Because I don't like you. Ah, yeah. So, jetzt kommt der Bosskampf. Ich bin eigentlich gut gerüstet. Ich habe gutes Zeug dabei. Es sollte theoretisch jetzt besser laufen. Also ich hoffe es einfach mal. Im Moment habe ich beim Spielen eh kaum Glück. So, Tanz, probier mal blind tanzen. Gut, man kann ihn zumindest blind machen, das ist gut. So, Kraftbrecher. Powerschuss. So, weil dann funktioniert das schon mal etwas besser. Kugelhagel. Tanz auch wieder. Metallschaden und verringert die Angriffskraft. So, ja, der nächste Flug verteilt. Time to act. So, bleiben wir beim Blindtanz, weil das hat sich eigentlich als ziemlich gut herausgestellt, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt sind alle drei verflucht. Ich kann also die Kostüme nicht mehr ändern. So, schauen wir mal. Also schadenstechnisch mache ich schon wesentlich größeren Output. Heilungstechnisch muss ich auch weniger heilen. Also, yay, der Output bleibt also bestehen. So, Zauberschuss. Das ist schön. So. Heißt auf gut Deutsch, mehr Schaden in kürzerer Zeit. So, ich sollte aber trotzdem das Leben sehr im Auge behalten, weil das kann sich alles sehr schnell ändern. Und wenn Rico erstmal tot ist, dann ist halt mit Blind nichts mehr. Hey, Murphy! Ich habe eine Nachricht im Discord gelesen, aber siehst ja gerade, dass ich stream. Nur zum Tipp. Ich konnte jetzt nicht einfach mal schlecht unterbrechen. So. Also ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Ah, PC läuft wieder. Da hoffe ich mal, dass es nichts Schlimmes war.
Man konnte es nicht lokalisieren. Ich meine, okay, auf der einen Seite, yay, cool, dass es wieder läuft. Auf der anderen Seite ist es blöd, wenn man es nicht weiß. Weil man es dann nicht weiß, okay, wie kann man dem Problem entgegenkommen, dass es nicht nochmal passiert. So. Komisch. Vielleicht hat er mal einen Kaltstart oder so gebraucht. Das kann man nie so genau wissen. Okay, Damoklesfoto. Yep, jetzt gibt's Probleme. So, Pain wiederbeleben. Okay, das hat ja noch ganz knapp geklappt. Okay, falsche Person Potion gegeben, aber... Oh, come on. Okay, ich weiß schon mal. Sehr gut ausgewichen. Sehr gut. Lintatz einmal bitte. Sehr gut. Müsste ich jetzt wieder besser bereit sein. So, diesmal bin ich aber vorbereitet. Keiner wird sterben. Das ist gut. Hoffentlich habe ich unterbrochen. Okay, nein, aber dafür kann ich wieder gleich hier anfangen. Sieht nicht ganz so schlimm aus wieder, das ist gut. Halb 1000. Okay. Also allein, dass der jetzt mich nicht dauernd hier so bitte Blindtanz wieder. Oh Gott, jetzt macht er sein Damoklesphoton wieder. Ey, die Technik hasse ich. Weil mit dem blöden Teil muss ich innerhalb von kürzester Zeit schnellstens alles wieder hochhalten. Jetzt das letzte Mal dann auch sein. So, wieder auf Angriff. So. Du Blindheit wieder auf ihn legen, dann kann er, trifft er mich wenigstens nimmer und wir können weitermachen. Habe ich gesagt, dass wir können weitermachen? Er meinte das auch so. Stumm. Wäre ja wahrscheinlich die bessere Option. Machen wir noch den.
Ansonsten glaube ich gerade wirklich, ich bin gerade etwas weniger für diesen Kampf geeignet. Etwas underleveled. Oh Gott, no. So. Und damit komme ich jetzt einen Moment zu spät. Super. Sehr gut. Habe ich den hier drüber gelockt. So, bitte jetzt nochmal Blindtanz machen. So, und jetzt können wir wieder auf Angriff übergehen. So. Bleiben wir bei blind. Okay, das einzig Gute gerade wieder, er trifft nicht. Das ist gut. So. Ja, weil jetzt habe ich... Kann ich eigentlich ganz gut wirklich mit Heilung entgegenwirken, dass das Damoklesproton, das er einsetzt, mich nicht ganz so schlimm trifft? Aber es ist halt keine dauerhafte Lösung. Also ich laufe hier immer Gefahr, dass der nächste Angriff mich erwischen könnte. Wie zum Beispiel jetzt! This is bad. This is bad. Ach, jetzt habe ich ihn besiegt. Gott sei Dank, ey. Ich wüsste sonst echt nicht, wie ich den noch beigekommen hätte. Gerade wichtige Items zu wiederbeleben sind ja ausgegangen jetzt schon mindestens. Das Einzige, was sich jetzt in diesem Level sehr durchzieht, ist Rico schon wieder tot. What? It's only half a sphere. Ich hätte ja gesagt, dass er kaputt ist. For nothing. Well, it can't hurt to take it with us. I can't believe how much this place has changed. Gut, wir haben die Mission zumindest abgeschlossen, das ist das Gute. What's awesome? We're getting reports of an awesome sphere. Looks like it's already drawn quite a crowd. The reports are from Killica Woods. I want that sphere. It's as good as ours. Let's scramble. Who is the leader? I am. I give the orders around him. We're listening. Let's go! Hab ich schon mal gesagt, dass Brüderchen ein bisschen verrückt ist? Sphero jagt den Killica? Gibt es eine Riesenbalgerei um einen Wahnsinns-Sphero? Los, Möwenpack! Ich dachte, das ist runtergeflogen. Oh Mann. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Okay. Can you guess where this is? It's Killica Port.
The Youth League helped rebuild it. Now it's a bustling town. At the time, everyone was grateful. But lately, well, there have been signs of trouble. It seems that tension is building between the Youth League and New Yevon. So. Gut, tue ich ja immer neu abspeichern. Haben wir 11% geschafft. Yay! Halt mal kurz rein. Okay, was ist das jetzt für eine Truppe, ey? Die sind ja... Die Karnevalstruppe sieht das Wasser auf. A show? Yep, yep, it will be quite a spectacle, with their music going beep, beep, kaboom! What could go wrong? Whatever could go wrong! Ooh, that sounds fun! Is it gonna be here? No, my, no, no, no. We're holding it on the beauteous banks of the majestic Moonflow. We hope you'll join us there. Okay. So. Schau ich mich mal ein bisschen um. Die Alte ist immer nur am Herummosern. Dabei kauft sie nie was ein. Was kann ich denn hier einkaufen? Ich würde ja auch gerne einkaufen, aber ich kann nicht. Ja, schade eigentlich. Ein Wahnsinnsferoid also. Was da wohl drauf sein mag? Du gehst auch auf Sphärojagd? Na, dann pass mal auf, dass du dich nicht verletzt. Ja, das ist schön, schön, wenn Leute auf einen aufpassen wollen. Das ist schön zu hören. Oh, das ist eine Truhe. Hm, zweimal Antidote erhalten. Ich kann mich also zweimal vergiften lassen. Anscheinend komme ich da nicht rein. Schade eigentlich. Ich will Hausfriedensgruppe gehen. Aber echt viele Drohnen, wenn ich. Ja, Phönixwetter brauche ich wieder. In die Koralle dort wird der Stützpunkt der jungen Liga reingebaut. Hi, Lauli. Ich glaube, ich muss jetzt langsam aufhören. Meine Freunde arbeiten auch dort. Mein Freund arbeitet auch dort. Sorry. Ein Stützpunkt ist ja schön und gut. Aber beim Fischfang könnten die Jüngeren auch mit anpacken. Ich habe ihn im Wald gefunden. Eine Seltenheit auf dieser Insel, nicht? Dies ist ein sogenannter Nestaffe. Er ist ängstlich und versteckt sich in seinem Nest, daher der Name. Irgendwie hat das Spiel was mit Affen. Nicht der erste Affe, den ich entdecke. Immerhin. So, kann ich vielleicht hier hoch? Irgendwie, ich... Ich will jetzt nicht sagen, kompliziert aufgebaut, aber unnötig kompliziert, würde ich erst sagen. So. Da kann ich auch nicht. So, dann kann ich hier runter, kann ich aber hier wieder hoch. Kann ich hier irgendwo in der neuen Gegend hin? Willkommen. Aber dir kann ich einkaufen, das ist schön. Bräuchte man ein paar. Ja. Aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen brauche ich Wiederbelebungsmaterialien. I wonder what this awesome sphere is like. Well, it's definitely awesome. It will be, won't it? Oh, Pain. Keep this up and someone will beat us to it. Sorry. Sorry. Hey, wake up! Spielverderberin. Ah, das sind wir jetzt mal hier im nächsten Bildschirm drin. Ah, ich will doch nur die Treppe hoch. Donna! Oh, Donna! My, my, my. Fine, have it your way. Donna! Go on, leave. Donna! Kann er auch was anderes sagen?
look who we have here. Good to see you. What's with Bartello? Well, nothing out of the ordinary. I am with the Youth League, and he is with New Yevon. It makes living together rather difficult. Aww. But you've been together so long. To each his own. Exactly. Bought out. Donner, wie sie leibt und lebt. Arrogant bis zum Schluss. Klar. Bestellen wir sie erstmal. 1500 Geld. Alles meins jetzt. Nicht mehr deins. Ciao. Arrivederci. Bye. Jetzt, wo wir Geld von ihr haben. Können wir gehen. Immer etwas Witziges an diesen JRPGs. Es lernen, man lernt zu klauen. Den von Tempel soll eins ausgewischt werden. Vielleicht sollte ich mitgehen. Okay, habt ihr was gegen die Leute? Lichtschleier halten. Okay. Für mich eine interessantesten Fragen jetzt mit, wenn ich Neu-Yevon höre, wollen sie die Religion von Yevon wieder auferstehen lassen in irgendeiner Form? Das würde ich ja als sehr bescheuert finden, weil im Teil davor haben wir ja quasi festgelegt, guck mal, eure Religion, an die ihr alle glaubt, ist eine Lüge. Nosch wird jeden Moment seine Anweisung geben. Alle Mitglieder der jungen Lieder haben sich sofort in Richtung Wald zu begeben. Okay. Wer ist Nosch da? Eigentlich. Sphere Hunters? Ah, meine Konkurrenz. Look over there. Who's that? Nude. Maven of the Youth League, right? Greetings, friends. An important sphere is hidden in Killika Temple, a sphere documenting the true history of Spira. We are here today to demand that New Yevon make the contents of that sphere public. Yet, as always, the voice seeking truth goes ignored. My friends, I ask you, why? Because New Yevon wants to hide the truth, just as the temples did before them. I tell you now, this has gone on long enough. My friends, stand with me, and together we will bring the truth back to the people. But let's not overdo it. Our opponents aren't as young as they used to be. Not exactly what I had expected. Ja, ich auch weniger. Hey, that's our sphere. Oh, poopy. So what now? Call it quits? Don't know about you, but I could use an awesome sphere. Hmm. Okay. They can't decide who it belongs to. I say we make it our own. Right? Right! Ah, da ist sie entschieden. Wir mischen uns ein und klauen alles, was wir in die Finger kriegen. Warte mal, wir sind eigentlich keine Diebesbande, oder? Egal. Ich klau trotzdem alles, was ich in die Finger kriege. Überwindet die Wachen im Wald und am Pilgerpfad, um den Wahnsinnssphäroiden zu finden, den Neu-Yevon versteckt hält. Schnappt ihr den Wahnsinnssphäroiden? Okay, zum Glück kommt keine Leiste oder taucht keine Leiste auf, dass jetzt noch andere auf dem Weg sind. Fühle ich mich am Anfang immer in der ersten Mission immer noch ein bisschen verarscht, weil die dann in der Falle gefangen waren.
the sphere. The temples have controlled Spira's secrets long enough. Spheres? Secrets? What's this about? Don't play dumb. We know you're guarding something. Yeah! Hey, we're here to guard our families from rabble like you. What are you talking about? What'd you say? I think it's time you left. Also irgendwie hat sich die Stimmung leicht gewandelt im Spiel. So von... Was da? Yevon denkt wohl immer noch, es würde über Spira herrschen. Und so etwas leichtherzig und haha, schaut mal da. Zu... Oh mein Gott, das kommt gleich ein Bürgerkrieg. Oder vielleicht Nestaffe? War es nicht Nestaffe? Nestaffe, weil der versteckt sich vom Nest. Oh no! Okay, den kann man. So, Absorption, okay. Kugelhagel. So. Das ist jetzt der kurze Modus? Oh, den finde ich okay. Oh, ein ist dafür vergiftet. Auch vergiftet. Okay, next please. Okay, jetzt weiß ich, wofür ich Antidot bekommen habe. Yay! Aber schön. Damit ist Rico auch endlich Level 9. Woohoo! Da komme ich nicht durch. Schade eigentlich. Okay. Oh, toll. Noch ein Konkurrenz. Und da waren es nur noch zwei. Oh, Ability von der Klinge erhalten. Irgendwie war das so schön. Immer schön am Schluss. So unter ihnen einfach so Kopfschuss. Ist ja halber hier Irrgarten hier. Okay. Autsch. So, Rico heilen. Ah, aber die Potion ging noch durch. Das ist mal gut zu wissen. Ich sollte vielleicht wirklich mal noch Weißmagie trainieren oder so, dass ich ja vielleicht per Zauber Antidot casten kann, weil jetzt die ganze Zeit Item zu benutzen, ist auch ein bisschen blöd. Die normalen Wege sind alle gesperrt. Na gut, deswegen laufe ich ja außen rum. Wir müssen schnell zum Tempel. Die Brücke ist auch gesperrt. Ach nö, ey. Ich meine, ja, ich will... Ah, Stromring geklaut. Ah, 121 Gil geklaut, das ist auch nett. So verdiene ich mein Geld, indem ich Geld von Monstern klaue. Warte mal, hatte ich das nicht voll mit Level 9? Oh, hi Leute.
Hier darf niemand durch. Okay, hab's verstanden. I hau ab. Toll. Mentalschuss erlernt. Wow, wieso hat der einen Flammenwerfer? Das ist, finde ich, jetzt ein little bit unfair. Ja. Oh, ich verdiene jetzt eigentlich ganz gut Geld hier. So, kann ich hier irgendwo hoch? Hey Leute, ich würde gerne sagen, seid mal nicht zu viel, seid mal freundlicher zu den Frauen, aber wir wollen sie ja auch töten auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, das kommt einfach nicht gut, ne? Sehr gut. Kann ich hier... Ich habe eigentlich gehofft, dass... Oh. Den Weg kann ich auch gehen, einfach so. So. Weiß Magie. So, kurz heilen mal. Dann sieht es bei mir wesentlich besser so aus. Ach nö. Und tschüss. Ich kenne doch diese Eisteile vom letzten Level. Das war schrecklich. Absolut schrecklich. Warst du nicht quasi letztens mal ein Boss? Klommer. Phoenix wird er geklaut. Yay. Gibt es bestimmt viel EP, wenn wir dich besiegen. Ich will den jetzt besiegen. Das wird bestimmt ein übler Kampf, oder? Wow! Wow! Ich meine, wow! Yay! Er macht wow Schaden! So. Oh, you want a piece of me? Gut. Warte mal, habe ich hier nicht irgendwo Weißmarker drin gehabt? Kein Flinkfinger, verschiedenes Clown. Machen wir mal einen Schwarzmarkt, der versuchen wir mal. Ja, das wird wieder lustig. So, Items. Ach komm! Jetzt sind wir so zu so diesem ganz kleinen Moment zu spät.
Das war jetzt hart. Das war jetzt wirklich, wirklich hart und dumm teilweise. Oh Mann. Oh no. Jetzt ist Sackgasse vor euch. Kehrt um. Ja, dann gehe ich eben da lang. Von der anderen Seite des Gestrüpps sind Stimmen zu hören. Nachschauen? Ja, ist immer mal neugierig. Wie? Du hast das Passwort vergessen? Wie oft denn noch? Reiß dich gefälligst zusammen! Es tut mir leid, Sir. Okay, ich sage es noch einmal. Und diesmal schreibst du es dir hinter die Ohren. Ist die Zahl ungerade? Dann lautet der Code Kletteraffe. Jawohl. Weiterhin zu... Ja, gern. Und... Wenn die Zahl der Wachen gerade ist, lautet der Code Baumaffe. Und das merkst du dir jetzt endgültig, sonst gibt's ernsthaften Ärger. Ja, das ist mal gut zu wissen, sag ich mal. I'm on a roll. So. Grüne 9 ist. Ja, ich wollte schon sagen, bitte auf den Flammenwerfer-Typen. So, ist der wenigstens weg. So. Ah, jetzt entscheidet er sich zu sterben. Schön, nice. So, haben wir Juna Level 10. Weißmagie. So, MP werden jetzt auch, aber auch langsam alle. Kann man mit ihm was anstellen? Wie lautet der Geheimcode nochmal? Ja. War es vielleicht Baumaffe? Warte mal, wenn ich nochmal frage, kommt jetzt Kletteraffe? Ja. Das war ja... Hey, kommt jetzt was Neues, wenn ich nochmal nachschaue, ehrlich gesagt? Bei Kletteraffe war es, wenn es ungerade ist, Baumaffe war es doch, wenn es gerade ist, die Anzahl der Wachen. Wie du... Oh ja. Also jetzt können wir nochmal nachschauen. So. Ist die Anzahl ungerade, dann lautete... Ah, Kletteraffe. Ja, ist die Zahl... Ist die Zahl gerade? Wenn die Anzahl der Wachen gerade ist, dann ist es Baumaffe. Ja, war es doch. Jetzt müsste ich mich wahrscheinlich eventuell als Wache oder so verkleiden. Ey! Hier darf niemand durch. Aber nicht mal zurück. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch hier entlang, oder? Oh no. Oh, wir haben Chocobo. Finde ich irgendwie nett, aber ich kann jetzt gerade keinen anfangen. Ja, Chocobo ergreift auch die Flucht. Ja, kann ich verstehen. Ich will da auch weg. So, das Spiel wollte wahrscheinlich genau, dass ich eben das anhöre. Ja. Oh no, nö. Oh, ups, da habe ich wieder was daneben gemacht. Upsala, ich... Ja, komm, hau mal ab. Jetzt schläft sogar Rico. Ich glaube, ich habe... Das Spiel mag mich gerade echt nicht. So, tschüss, tschüss, adios. Oh Gott. So.
Also ich glaube, ich sollte da echt mal wen Gegenstände oder so farmen. Gut, dann kommen wir jetzt hier hin. Okay, speichern! Wo? Speichern! Das ist schön. Ich wollte schon immer mal speichern. Warte, kann ich da auch vielleicht auf Schiff? Nein, da kann ich nicht auf Schiff. Das ist jetzt irgendwie blöd. Wer auch immer ihr seid, ihr kommt nicht weiter. Also wenn die Anzahl der Wachen... Also wenn man nur die Wachen hier zählt. Weil ich schätze, der in der Mitte ist kein Affe. Was sag ich doch? Keine Wache, nicht Affe. Dann müsste es doch Kletteraffe sein. Ha, reingefahren. Hier kommt ihr nicht durch. Okay, ich muss den mitzählen, nehme ich an. Dann wäre es Baumaffe gewesen. Give me a break. Oh Gott, ich hätte... Okay, ich hätte den Kampf halt echt aus dem Weg gehen können, hätte ich besser aufgepasst. Weil, ja gut, das ist eine Flammenwerferwache, die hätte ich schon mitziehen müssen. Selber schuld, sage ich nur, selber schuld. Ups, ich habe gerade das falsche Fenster offen. Gut. Aber schön, dass es immer wieder automatisch in diesen Haltemodus geht. Wo ich dann echt in Ruhe machen kann. Aber hey, yay! Auch Level 10. Hi guys! Los, sag den Code. Ja, jetzt kann ich Kletteraffe sagen. Okay, ihr könnt durch. Ich krieg sogar Gegenstände, wenn ich das korrekt mache. Okay, sag den Code. Es sind 4, also Baumaffe. Meine Güte, das hätte ich von Anfang an machen müssen. Kletteraffe. Ja, jetzt sind es 4. Jetzt muss ich Baumaffe sagen. Es kam doch jetzt einer dazu. Okay, Ability Aquaklinge erlernt. Sehr schön. So. Kopfschuss hat ihr zur Strecke gebracht. Hey, immerhin Potion, 2-mal. Das finde ich schön. Mehr Potions. Mehr Heilung, ja. Das ist gut. Which is why I keep telling you. Shut up. Just give us the sphere and we'll be on our way. I don't know what you're talking about. Hey, I found the sphere! There you have it. What's that? Oh. I had a little something prepared for just such an occasion. Nice knowing you. Okay, das könnte jetzt lustig werden. So. Hat das Spiel jetzt rein zufällig wieder umgestellt, dass es wieder lange dauern soll oder was? Weil das vorhin war echt erfrischend kurz. Jetzt ist es mindestens blind. Autsch. Das tat weh. Wow, so viel zum Thema, er ist blind. Das ist sowas von nicht blind.
Und ich komme mit den Hallen nicht hinterher. Schöne Scheiße gerade. Ach, kann man. Ja, der ist mir jetzt gerade echt zu stark. Ah, Game Over. Ja, ich glaube, ich mache hier erstmal Schluss. Der andere Stuhl ist jetzt auch keine Lösung für mich gerade. So wirklich. Und ich muss mal schauen, was los ist, warum ich da und Rückenschmerzen bekomme. Ah, weil das wird mir echt gerade ein bisschen zu viel. Ja. Deswegen ist gerade ein guter Zeitpunkt, dass ich aufhören kann. Ich hatte auch ein gutes Näschen. Kann sein, Lauli. Aber ich danke erstmal hier fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ich verziehe mich dann erstmal.